So, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt nach links schauen, nach Osten, ist im Anflug bereits der Airbus A400M Atlas. Das neueste und modernste Transportflugzeug in Europa. Er wird jetzt drehen, wahrscheinlich um auf der Bahn 07 Richtung Osten zu landen. Und macht den Auftakt für einen größeren Block der Bundeswehr, angefangen dann mit einer Evakuierungsübung. Well, ladies and gentlemen, if you care to look to the center of the airfield, overhead now you'll see a very distinctive shape, the latest transport aircraft in the inventory of the German Luftwaffe. The A400M from Airbus, the Atlas. 42 and a third meters in span. Maximum start weight of 141,000 kilograms and a maximum speed of 750 kilometers an hour makes the A400M a very impressive performer. Ja, sehr gute Performance natürlich. Vor allen Dingen, die vier TP400 Turbohoff-Triebwerke liefern jeweils 11.200 PS. Damit erreicht der A400 fast 45.000 PS und das ermöglicht ihm Flughöhen bis zu 40.000 Fuß, also 12.300 Meter. Das sind Höhen, die wir eigentlich nur von Jetflugzeugen. And that's where it only needs 625 meters to land, and it can land on unprepared strips. It doesn't even need tarmac. Beladung wären 116 Personen oder 6 Geländewagen vom Typ Wolf, 2 Kampfhubschrauber Typ Tiger, Lynx oder Apache, ein NH90. Eine Panzerhaubitze oder 2 Raupenbagger. A400M capable of carrying 116 soldiers. And another one of those wonderful German words, a Geländewagen. Now that's what we call a Land Rover. We carry 6 of those, what you call the Wolf. 2 helicopters, a single transport helicopter. Or another wonderful German word, 2 Rapenbaggers. Now in England we call those Diggers or JCBs. And they're the kind of equipment you need when you're going to an earthquake disaster zone or some other natural catastrophe. And you've got to help people who need to be dug out of places. Absolut. Und wir sehen, wie schnell der A400 zum Stehen gekommen ist. Er wird jetzt wieder ein Stück zurückrollen zum Show Center, mehr in die Mitte des Zuschauerbereichs und wird dort entladen. Und heute hat der A400 dabei 3 Geländewagen vom Typ Wolf, ist also nicht voll beladen. Und er wird in der Mitte hier auf der Landebahn vor uns entladen und das wird dann der Auftakt zu der Evakuierungsübung sein. Well, now he's landed, and a very short landing too, using reverse thrust from the propellers. Turned round on the runway, he's taxiing back up, and you're going to see that the aircraft was not empty when he made that short landing. In fact, he's going to spit out 3 Geländewagen, 3 Wolf-type utility vehicles, out of the back cargo door. Ja, und wenn Sie sich den Frachtraum von 4x4 mal fast 18 Meter mal anschauen möchten, hier vorne im Bereich der Bundeswehr steht ein A400M. Er ist offen und begehbar. Dort können Sie hineingehen und können sich das Flugzeug auch mal von innen anschauen, meine Damen und Herren. Nutzen Sie diese Gelegenheit hier für wieder. Now, one of the facets of the A400M is this massive cargo hold. 17 meters long, 7 meters wide, 4 meters high. An enormous cargo space, and you can see the difference between the last generation cargo aircraft, the C-160 Transall, and the new A400M, because they're parked next to each other in the static area on display from the Luftwaffe. Ja, wenn jetzt diese 3 Geländefahrzeuge vom Typ Wolf vom deutschen Heer von der Luftwaffe aufgeladen werden, ist das für mich natürlich auch das Zeichen, wieder an das deutsche Heer zu übergeben. Wir werden Ihnen in den nächsten knapp 17 Minuten im Verbund mit unterstützenden Luftfahrzeugen der Luftwaffe veranschaulichen, was Luftbeweglichkeit im bodennahen Luftraum bedeutet. Um das Ganze anschaulich zu machen, werden wir jetzt gemeinsam gedanklich in ein Land außerhalb Europas reisen. Nun sind wir gereist und befinden uns also nun in diesem wunderschönen Land, um zu arbeiten im Rahmen von Entwicklungshilfeprojekten, als Studienprojekt oder um Urlaub zu machen. Rebellen haben einen Staatsstreich durchgeführt, die Macht an sich gerissen und sofort alle Flughäfen unter ihre Kontrolle gebracht.